Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Die Gadgetable-Box ist wieder eingetroffen und die werde ich euch gleich mal zeigen. Tino ist jetzt nicht mehr dabei, der ist gerade mit Emil beschäftigt, aber da die Box diesen Monat sowieso schon ein bisschen später kam, weil die Leutchens von Gadgetable einen Lieferengpass hatten bei einem Produkt, kann ja immer passieren, um Gottes Willen, ist ja nicht schlimm. Kam die ein bisschen später und deswegen nehme ich das jetzt fix mal noch auf. Was ich richtig, richtig cool finde, hier ist so ein Sticker drauf. Das ist einfach nur so geil. Man sieht halt das Gadgetable Einhorn als Bilbo Beutlin oder nee, als Frodo Beutlin und Cthulhu als Gandalf auf seiner Kutsche. Und es steht halt drauf, eine Lootbox kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh. Sie trifft genau dann ein, wenn sie es beabsichtigt. Und das ist einfach nur der geile Humor von den Leuten von Gadgetable. Feiere ich total. Den Sticker hätte ich gerne auch so zum irgendwo hinkleben. So. Wer die Gadgetable Box nicht kennt, ist eine monatlich kommende Nerd und Geek Lootbox. Die liegt im Preis bei 25 Euro ungefähr, je nachdem welches Abo-Modell man wählt. Und man kann die wählen mit oder ohne Upgrade. Upgrade bedeutet, man bezahlt nochmal ungefähr einen Zehner mehr und kriegt dafür aber 1 bis 3 zusätzliche Items in der Box zu einem bestimmten Thema, was man den Monat davor immer erfährt. Das kann man gleich fürs ganze Jahr abschließen. Man kann es aber auch jeden Monat spontan dazu machen, wenn ein cooles Thema bei ist. Wir haben es immer mit dabei. Das heißt, ihr seht jetzt hier das Unboxing von der Box mit Upgrade. Und wir fangen gleich mal mit dem T-Shirt an. Ich muss mir nur vorher mal kurz noch das Heft raussuchen, dass ich hier, wenn ich mal nicht weiß, was etwas bedeutet, reingucken kann. Und hier ist das T-Shirt. Süß. Das ist ja niedlich. Ein Garfield-T-Shirt. Und hier ist Garfield als Bus, würde ich jetzt mal sagen. Wir lesen es gleich mal durch. Shirt Garfield Buscat. In dem bekannten Manga Mein Nachbar Totoro vom Studio Ghibli ist der Katzenbus das beste Transportmittel für Waldgeister und kleine Mädchen. Ob John oder Jon und seinem Totoro Odi dieser lasagnefressende Garfield-Katzenbus genauso gut dienen wird oder ob er zwischendurch einschläft, ist noch offen. Wie schon einige unserer Motive in der Lootbox ist auch dieses Motiv von dem peruanischen Comiczeichner Carlo Naira. Richtig, richtig cool. Wieder mal tolle Qualität. Das T-Shirt ist schon mal sehr, sehr schön. Dann haben wir hier was zu naschen und zwar Double Dip mit Orange und Kirsche. Das kennt man ja, das hatte man schon öfters mal wo drin. Da hat man hier so eine Kaubonbonstange, die leckt man an und dann dippt man hier rein und dann hat man dieses Brausepulver dran. Geht auf jeden Fall auch immer. So, dann haben wir hier von Crash Bandicoot ein Rucksackanhänger Collectible. Da gucken wir gleich mal rein, welchen wir denn haben. Ja, nice. Ein Crash Bandicoot selbst hätte ich mir schon, finde ich schon cool. Aber wir haben hier so eine Maske, die man immer sammeln musste im Spiel. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Kann man natürlich auch als Schlüsselanhänger nehmen. Ne? Muss ja nicht ein Rucksackanhänger sein, aber ist auf jeden Fall ein witziges Gimmick. So, dann ist hier ein 3D-Puzzle-Radierer. Okay. Von Marvel ein 3D-Puzzle-Radierer. Wie kann man sich denn das vorstellen? Auch diese niedlichen Radiergummis im Avenger-Look wollen einen Platz auf deinem Schreibtisch ergattern. Die zweite Serie in der Marvel-Puzzle Pulse enthält Spider-Man, Captain Marvel. Achso, das heißt nur Puzzle wahrscheinlich. Aber ist kein Puzzle. Ist auf jeden Fall hier so eine kleine Box. Auch da schauen wir mal rein, wen wir denn hier erwischt haben und wie das Teil denn aussieht, ausgepackt. Oh, wir haben Groot! Wie cool! Das ist jetzt größer, als ich gedacht habe. Oh, das ist ja süß. Wir haben Groot erwischt. Es ist tatsächlich so ein bisschen puzzelig, weil man muss es hier zusammenstecken.
Und dann hat man hier einfach mal einen Groot-Radierer. Wie ultra süß ist das? Ist auch noch Baby-Groot. Das ist sausüß. Damit würde ich niemals radieren. Niemals. Voll gut. Man hätte natürlich noch einige andere haben können. Black Panther zum Beispiel oder Spider-Man. Spider-Man aber in der neueren Variante. Jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Tom. Der Tom-Typ. Ich komme gerade nicht drauf. Bitte lyncht mich nicht. Ich bin müde. So, was haben wir hier? Ja! In der Vorschau, oder wo man erfahren hat, welche Themen drin sind, hat man erfahren, dass ein Item drin ist, was zu verschiedenen Themen sein könnte. Und zwar zu Der Weiße Hai, Zurück in die Zukunft, Jurassic Park, Jurassic World, Alien, Doom oder Fallout. Und ich habe gesagt, am geilsten hätte ich gefunden Fallout, Jurassic Park, Jurassic World, Zurück in die Zukunft und vielleicht auch Alien. Doom oder Weißer Hai hätte ich nicht ganz so gefeiert. Und wir haben tatsächlich Jurassic World. Und zwar ist es eine Fahne, so ein Wimpel. So sieht das hier aus. Da hat man hier den Dino drauf. Und da steht jetzt, Warning, you are sitting in the splash zone. You will get wet. Splashing water can damage camera and video equipment. Isla Nublar Lagoon. Voll gut. Also das heißt jetzt übersetzt, für die, die Englisch nicht so können, du sitzt in der Splash-Zone, in der Wasserspritzzone, du kannst nass werden oder du wirst nass werden und das spritzende Wasser, das kann Kamera- und Video-Equipment kaputt machen. Richtig, richtig cool. Und die ist auch noch richtig aus Stoff. Das ist geil. Man hätte jetzt zum Beispiel auch noch haben können, Amity Island welcomes you, also das, wo der Weiße Hai so umhergeht. Oder Welcome to Hill Alley, a nice place to live, back to the future. Oder Opening Weekend Summer, Sommer 93, Isla Nublar, Costa Rica, Jurassic Park. Also es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben. Finde ich richtig, richtig cool. Gefällt mir gut. Mal gucken, wo das seinen Platz findet. Was bist denn du? Oh, wie cool! Das wollte ich vor einer Weile einfach mal aus Spaß kaufen, weil Emil mag ja so eine bekloppten kleinen Gadgets, die sich bewegen. Und das wollte ich einfach mal holen, weil ich es interessant fand. Und jetzt ist es hier einfach mal drinne. Und zwar ist es so ein Nano-Bug. Das ist hier so ein, ich hoffe, man sieht es jetzt schön. So ein kleines Viechdi. Sieht es nicht so schön, ne? Ich guck mal kurz. Wartet. Ein Hexbug Nano. Der Hexbug Nano ist ohne Zweifel der bekannteste Winzling unter den Roboterkäfern. Er bewegt sich, indem er seine Beine aus flexiblem Gummi vibrieren lässt. Trifft er auf ein Hindernis, sucht er sich einen anderen Weg, bis er deinen Schreibtisch überquert hat. Der Hexbug läuft mit LR44 Batterien, von denen natürlich auch welche direkt mit enthalten sind. Und was cool ist, die Teile, die können sogar teilweise nach oben laufen, an der Wand hochlaufen oder irgendwas drüber klettern. Da bin ich ultra gespannt, wie das so funktioniert. Werden wir auf jeden Fall ein Video zu machen und mal bei Instagram und vielleicht auch auf TikTok dann hochladen. Richtig witzig. So, was bist denn du? Oh, ehrlich? Harry Potter. Und zwar sind das hier Sammelmünzen von Dumbledores Armee. Und ich habe Hermine Granger und Ginny Weasley. Oh, da Mist, aber wenn ich sowas angefangen habe zu sammeln, dann brauche ich die doch alle. Und zwar hat man bei Ginny Weasley hinten Reductio als Zauberspruch stehen. Das war ja so ihr Ding. Und bei Hermine Granger hat man hinten stehen, it's sort of exciting, isn't it? Breaking the rules. Ah, das hatte sie ja im Film gesagt. Es ist irgendwie aufregend, die Regeln zu brechen. Wo dann Ron noch zu ihr sowas sagte wie, wo ist Hermine und was hast du mit ihr gemacht? So nach dem Motto. Richtig cool. Oh, das finde ich ja geil. Mist, da brauche ich die anderen auch. Jeder, der die hat und nicht braucht, ich nehme sie gerne. Voll gut, da freue ich mich total. 17 Euro kostet sowas, ne? Oh, da freue ich mich. Da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde drüber schwärmen. Wenn ihr Lust habt zuzuhören, ich bin da. So, was ist denn das?
Ach, wie lustig. Geil. Das ist ultra witzig. Für Lichtschalter zum Draufkleben so eine Sticker. Dark Side, Light Side. Das kommt bei uns auf die Lichtschalter. Davon könnt ihr jetzt mal ausgehen. Cool. Ja? Das ist witzig. Braucht kein Mensch, aber wenn man es hat, dann will man es auch. Was bist du? Ein Kartenspiel, das finde ich auch wieder ziemlich geil, von Disney. Und zwar Disney Villains, also die Bösewichte. Ich weiß es nicht, was genau das für eine Art von Kartenspiel ist. Oh, wie heißt denn das? Man muss Karten mit den gleichen Nummern oder gleichen Farben, um die Fähigkeiten der dunklen Fee Maleficent freizuschalten und damit deine Mitspieler zu übertrumpfen. Ja, also gleiche Farben, gleiche Zahlen und so weiter sammeln. Und so sieht das aus. Und dann ist hier einfach mal da oben von Funko noch so eine kleine Mini-Maleficent mit drin. Das ist doch auch mal ziemlich geil, ne? Sau witzig. Gefällt mir gut. Wir spielen gerne Spiele. 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahre. Sehr cool. Eine Funko Pop Kartenspiel-Dingsbums. Da gibt es auch keine Variante von. Das hat man drinne oder nicht. Von den Nanobugs hätte es übrigens verschiedene Farben geben können. So, dann ist hier ein Heft drinne von Zauberwelten. Das hat man ja öfters mal. Finde ich auf jeden Fall immer sehr interessant, da reinzugucken. Gerade weil man da auch so Brettspiele oder mal sieht, wo irgendwelche Ritterfeste oder andere Cosplay-Sachen drin sind und sowas. Entschuldigung. Lese ich auf jeden Fall sehr gerne. Und jetzt ist hier was drin, da wird sich Tino freuen, denn das ist das Upgrade in diesem Monat. Und zwar ist das in diesem Monat zum Thema Star Trek. Und was ist denn das? Star Trek The Official Starship Collection. USS Voyager Dedication Plaque. Okay. Ach krass, ehrlich? Das ist einfach mal so eine Diecast-Schiffspalette. Da hätte man entweder die USS Voyager oder USS Enterprise kriegen können. Nice. Da muss ich jetzt mal reingucken. Also hier ist mal die Verpackung davon. Da wird sich Tino aber freuen. Oh nein, das ist in so einem... Wie kriege ich denn das jetzt am blödesten auf? Kleinen Moment. Wow, das ist richtig schwer. Oh Gott, Tino, wow, das ist ja tragisch jetzt, dass Tino gerade nicht mit dabei ist. Der würde sich ja jetzt sowas von freuen. Guckt euch das mal an. Das ist richtig schwer und massiv. Wahnsinn. Ich hoffe, einer von unseren lieben Freunden, die diese Box auch haben und keine Star Trek Fans sind, haben die USS Enterprise und geben die auch gerne ab. Das ist ja wunderschön. Da würde er sich freuen. Das werde ich ihm nachher gleich zeigen. Wir sind auf jeden Fall durch mit der Box und ich bin wieder sowas von begeistert. Den Gesamtwert werde ich euch hier gleich mal einblenden. Ist auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr groß. Wie gesagt, 35 Euro habe ich für diese Box bezahlt. Und im nächsten Monat ist das Upgrade auch wieder ziemlich nice, denn es ist zum Thema Deadpool. Da bin ich auch gespannt, was die sich da Schönes einfallen lassen. Was haben wir denn hier noch Interessantes mit? Werde Mitglied in der Get Digital Community auf Instagram. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, dann wären wir jetzt durch. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Auspacken mit mir. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt auch super gerne hier mit einem Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Dann macht's mal gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Nicole.